Er sagte mir, stell dir vor, ich hätte einen Freund, der dir vorschlagen würde, manipulierende Chips zu entwickeln, die man den Leuten ins Gehirn einpflanzen könnte. Was würdest du ihm antworten? Ich sagte ihm, dass das moralisch verwerflich ist und dass ich glücklich war, dass sein Freund nur imaginär sei. Faszinierend. Sag mal, bist du ein bisschen... Du bist ein genialer Wissenschaftler, aber dafür eine Hornochse. Glaubst du, dass du den Chip von Liz entfernen kannst? Möglicherweise. Es wäre riskant. Entspann. Hey da, Dreiauge! Ich habe eine Frage! Eine und nur eine. Wirst du das Roboterbein vom Tisch nehmen? Falls nicht, werde ich dir nämlich damit auf den Kopf hauen, sobald ich frei bin. Machen wir es noch spannender. Ich lasse es dort und sobald ich dir den Chip verpasst habe, werde ich dir befehlen, dir selbst damit auf den Kopf zu schlagen. Und du wirst es tun. Frage beantwortet. Okay, wir haben überhaupt... Abwesenheit des Presseausweises und der Eintrittskarten zum Boxkampf. Schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Du wärst jetzt sauer. Für den Doktor müssen wir ein bisschen was anderes machen. Hey da, drei... Ja, bla bla bla. Frage. Was habt ihr Liz angetan? Wir haben sie verbessert. Jetzt ist sie weniger verrückt. Sie gehorcht Fitz Randolph und akzeptiert meine Geschenke. Ich will mich ihr nicht zu schnell nähern. Aber auch wir Wissenschaftler haben unsere Bedürfnisse. Ende der Unterhaltung. Weniger verrückt zumindest. Das ist etwas Gutes. Und... Hatte der Fitz Randolph nicht auch angeboten, er kenne jemanden, der sich um ihre Verrücktheit kümmern könnte? Hey da! Ja, komm. Eine und... Blablabla. Was hast du von all dem? Forschungsfreiheit. Fitz Randolphs Geld erlaubt mir nach Lust und Laune zu experimentieren, ohne an die Ausgaben zu denken. Roboter und Chips sind nur der Anfang. Ich habe der Wissenschaft noch viel mehr zu geben. Ende der Unterhaltung. Hallo, alter Brummer. Reck dich was das gibt's, auf? Murray? Ich werde dich schonungslos ärgern. Mach es dir gemütlich. Riechst du so, weil du nicht geduscht hast, oder liegt das an deiner Ernährung? Erinnerst du dich nicht, dass ich heute Nachmittag geduscht habe und dass wir beide Pizza gegessen haben? Meine Beschreibung deiner Mutter beinhaltet ein Dutzend übelklingender Worte. Was für ein Typ. Eine Fantasie hast du. Das nenne ich Zensur. Er hat sie nicht genannt, die 12, also die ein Dutzend Dinge, ne, da, die er erwähnen wollte. Deine Intelligenz ähnelt deiner Statur. Intellektuell gesehen bist du ein Zwerg. Ich kriege langsam Bauchweh vor lauter Lachen. Warum lachst du? Wenn die Proportionen bei dir stimmen, hast du keinen Liebespinsel, sondern einen Ikea-Bleistift. Wie peinlich, aber was für ein Typ. Kann ich denn die Leute nur verärgern, indem ich Autos demoliere? Entspann. Vielleicht muss ich ihn jetzt nochmal anrufen. Ja, komm. Weißt du, dass der alte Brummer ein übles Spiel mit dir plant? Was? Er meint, du bist so unendlich blöd, dass er direkt vor deiner Nase flüchten wird, ohne dass du es merkst. Ach, sowas. Und etwas muss dran sein, weil er den Käfig runtergeholt hat, ohne dass du es gemerkt hast. Ekelhaftes Insekt! Er wird keine Lust mehr haben, das nochmal zu versuchen. Na, kleiner Brummer. Verärgerungspegel? Überlaufend hoch. Spuckepegel? Hoch, überlaufend. Sehr schön. Tu mir einen Gefallen. Triff genau. Und ohne weitere Umstände war Dan endlich frei. Unmittelbar darauf befreite er Dr. Fly und war bereit, das zu tun, was er schon lange im Sinn hatte. Einmal bitte Zensur. Hey, Dreiauge. Ah, herrlich. Dr. Celsius, Herr Fitz Randolph sagt das. Hey, Herr Professor, sind die beiden schon überzeugt? Ja. Murray! Wir haben Besuch, schrie Professor Fly. Dan behandelte den Gast auf der Stelle mit der ihm ureigenen Freundlichkeit. Professor Fly stellte daraufhin sein chirurgisches Geschick unter Beweis und entfernte den Chip aus Liz' Gehirn.
Oh oh. Oh oh, was? Er ist zerbrochen. Ein Stück ist im Gehirn stecken geblieben. Und was machen wir jetzt? Bitte, bitte nicht aufgeben. Bitte sterben Sie nicht, Fräulein. Hoch. Es. Ist das unsere Chance, aus der verrückten Liz eine normale Liz zu machen? Ich habe ein Gedicht. Poet, Poet, der Herzenswunsch besteht. Angst besiegen, Hemmungen überwinden. Der Poet des Schmerzes hätte es nicht besser formulieren können. Wenn sie sich retten wollte, musste Liz ihren innigsten Herzenswunsch entdecken. Aber vorher musste sie ihre größte Angst besiegen und ihre stärksten Hemmungen überwinden. Aber wie sollte sie das anstellen? Hier ist doch überhaupt nichts. Ah, wie schön. Ich bin ein bisschen irritiert. Hat er ihr jetzt mit diesem Roboterbein den Schädel eingeschlagen oder was? Naja. Ich würde mal sagen, wir machen hier ein kurzes Päuschen an dieser Stelle. Wir haben jetzt 2 Knöpfe und 3 Wege. Und ich bin ja ein bisschen... Wir können nur drücken. Wir haben nicht irgendwie die Anschaumöglichkeit. Ich mache an der Stelle eine Pause. Ich lade nebenbei nämlich Sachen hoch und wollte da mal einen Blick drauf werfen, ob alles gut hochgeladen ist, da A New Beginning jetzt vorbereitet wird. Und dann habe ich jetzt auch ein bisschen wieder neues Material, das ich erstmal schneiden muss für The Next Big Thing. Die nächsten Let's Plays sind in Vorbereitung. Ich habe heute eine weitere Erlaubnis gekriegt, ein weiteres Okay gekriegt. Wir werden nach diesen beiden Point-and-Click-Adventure noch ein wenig den Point-and-Clicks treu bleiben. Es werden aber auch andere Spiele folgen. Ich muss sagen, also das Point-and-Click-Genre, das ist, wir haben ja LucasArts heute schon erwähnt, das ist gefühlt am Boden gewesen. Also ich habe echt lang kein Point-and-Click mehr gespielt, das mich wirklich irgendwie gereizt hatte oder überzeugt hatte oder dergleichen. Vielleicht habe ich dem ganzen Genre einfach zu wenig Beachtung geschenkt und bin einfach von anderen Spielen zu sehr abgelenkt gewesen. Und es gab durchaus noch so den einen oder anderen schmucken Stein, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das andere Juwel, was es sich zu spielen lohnte. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall mit Daedalic Entertainment erst so richtig wieder zum Point-and-Click zurückgefunden. Hier muss man einfach sagen, das war natürlich, als ich Gronkh geschaut habe und beziehungsweise bei Gronkh auf Daedalic aufmerksam wurde. Und ich glaube auch, Daedalic hat echt viel Gronkh zu verdanken. Also ich glaube generell, dass Daedalic sehr viel Erfolg jetzt hat, nachdem Gronkh als Nummer 1 Let's Player sozusagen, was die Zuschauerzahlen angeht, die halt damals in den Fokus gerückt hat. Und das haben die ihm ja auch entsprechend vergütet mit Gastsprecherrollen in dem zweiten Deponia-Spiel. Bei The Night of the Rabbit hat sich ja herausgestellt, dass er den Hasen gesprochen hat und so. Und jetzt geht's mit denen total bergauf. Und das Traurige ist einfach, die hatten eigentlich gute Spiele. Und erst so ein Let's Player musste vorbeikommen, damit der entsprechende Erfolg sich auch eingestellt hat. Und das ist diese Glücksgeschichte, das ist so dieses Traurige, man kann sich so viel anstellen, wie man möchte, und so viel anstrengen und machen und tun. Erst wenn so der kleine Glücksfunke springt, dann wird man erfolgreich. Und das ist echt, echt schade. Es gibt so viele Leute, die so viele tolle Sachen machen und einfach zu wenig Beachtung kriegen. Das heißt jetzt, das ist jetzt kein Bezug auf mich. Ich weiß nicht, ob ich tolle Sachen machen kann. Ich bin ein Anfänger. Ich mache ganz komische Let's Plays. Ich mache ganz komischen Blog. Ich mache diese Sache aus meiner Sicht der Dinge heraus.
Und ich hoffe einfach, es entwickelt sich irgendwie und findet sich Leute, die daran Spaß haben und fertig. Aber ich schweife sowieso ab. Ich wollte jetzt aufhören, ich wollte ein Päuschen machen, ich wollte schneiden, rendern und dann die nächsten Uploads vorbereiten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schaut mal auf meinem Blog vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt. Oder schaut euch eins der anderen Let's Plays an. Gebt Rückmeldung. Ich möchte mich verbessern. Ich möchte besser werden. Damit vielleicht auch irgendwann bei mir der Funke überspringt. Und mehr Leute Spaß an meinen Videos finden können. Das ist ein Hobby letztendlich. Ja, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Denn ich mache es ja öffentlich. Ich stelle mich öffentlich zur Schau. Habt einen schönen Tag. Cheerio, und the king has left the building. Heidi ho, meine Freunde, da bin ich wieder, euer King Cyrus. Wir sind zu einer weiteren Aufnahmesession hierher gekommen und ich hab dank der Schnitte, also der Milchschnitte, nein, dank der Schnitt, also dank des Schneiden der Folgen und Rendern und pipapo, habe ich noch den Überblick, was wir zuletzt getan haben, oder beziehungsweise habe wieder den Überblick. Weil die letzte Aufnahme für mich doch tatsächlich bereits einen Monat zurückliegt. Unglaublich. Da hatten wir so viel aufgenommen. Beziehungsweise hatte ich einfach so viel aufgenommen, dass das ein Zeit lang ein Monat? Unfug. A New Beginning liegt einen Monat zurück. 2 Wochen. 2 Wochen sind es hier, genau. In New Beginning habe ich seit einem Monat nicht mehr aufgenommen, tatsächlich. Weil ich so viel vorproduziert hatte, dass ich einen Monat lang nicht aufnehmen musste. Mehr oder weniger. Stimmt das so? 4 Wochen? Da hatte ich am 22.10. zuletzt aufgenommen. Ich glaube, ja, 3 Wochen vielleicht auch. Naja, ist ja auch egal. Ich habe halt sehr, sehr viel da vorher aufgenommen, im Voraus aufgenommen. Und hier habe ich auch ein bisschen mehr im Voraus aufgenommen. Aber ich quatsch zu viel. Wir wollen jetzt eigentlich spielen. Meine Güte. Okay, wir haben Knöpfe. Genau, wir waren in diesem Fahrstuhl und wir sind im Kopf von unserer Trulli. Es gibt keinen Knopf. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich kann gar nichts drücken. Da ist nichts. Du kannst doch sonst immer alles. Naja gut, Huch. Huch? Aber das bin doch ich. Jetzt bin ich wirklich völlig verrückt geworden. Huch? Das sag ich auch. Haben wir sogar gleichzeitig gesagt. Puh. Verrückt und taub. Ich glaube, du bist tatsächlich total verrückt. Meine Güte. Was lese ich da? Wo bist du da vor allem? Das Glas ist viel zu dick, als dass ich mich hören könnte. Ich bin irritiert. Ich meine, okay, wir wussten, wir gehen in ihren Verstand rein. Oder beziehungsweise befinden uns jetzt in ihrem Verstand. Ich muss gerade an meinem Headset den Ton ein bisschen leiser drehen, damit ich nicht brülle wie so ein Primat. Aber... das überrascht mich jetzt ja doch. Sie hat schon einen sehr seltsamen Verstand. Ach ja, wir wollten uns die Hotspots immer erst anschauen, wenn wir glauben, dass wir alles gesehen haben. So. Aus irgendeinem Grund weiß ich ganz genau, was in den diversen Schachteln ist. Ich frage mich etwa, was da drin liegt und antworte mir, leer. Okay. Es interessiert mich nicht, was da drin ist. Warum interessiert dich das nicht? Mich interessiert es. Wer sonst hätte die Jacke da aufgehängt? Ich will sie nicht öffnen. Da war mal eine Pizza drin. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich werde die Stelle mal nicht rausschneiden. Da habe ich nämlich Schluckgeräusche gehabt. Ich würde mich stechen. Obwohl, die Plakette dort... Ich hatte nämlich gehofft, sie würde lang genug reden, dass ich schnell einen kleinen Schluck trinken kann und dann macht sie nur so einen kurzen